Hallo, meine lieben Freunde, da sind wir wieder zu einer neuen Folge Mapperschaft. Ja, hier ist riesen Trouble auf dem Hof. Der ganze Maschinenpark, der so schön gestanden ist, alles zerrubbt, überall stehen Maschinen rum, alles geht auf dem Acker, alles geht los. Wir fahren jetzt mit dem zweiten Quadtrack hier. Den einen habe ich schon fertig gemacht, wenn da keiner nachher kommt. Den hängen wir jetzt an die großen Sämaschinen ran. Und dann, ja, fahren wir mal ansehen, ne? Ist ganz ungewohnt, so dieses Ding. Ach, da kommt er ja schon. Hallo! Was denn? Das ist ein Ding, hä? Hast du das überhaupt noch schon fahren? Noch fahren? Ja. Ey, das ist echt der Hammer. Komm mal mit rein hier. Du kannst auch fahren, wenn du willst. Fahr du mal. Komm nicht rein, das kann bei Fahrersitz. Ja, ich sitze ja schon Ach im so, du sitzt Beifahrersitz. noch, okay. Du sollst ja fahren. Wa? Das ist ein geiles Teil. Fahren wir auf die Straße, da steht die eine Sämaschine genau. Die einen habe ich schon fertig. Da kannst du die andere anfangen und wir sollen Raps säen, hat er gemeint. Hier rechts steht meine Maschine. Warte, kannst du direkt wieder rauslassen. Und hier vorne links steht deine. Hier, weißt Abbiegen oder was? hier links. Da in die Richtung steht deine und ich habe meine hier. Ah, hier vorne, ja. Ja. Wie ist das so klein, die kann man ja kaum übersehen. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert mit den Dingern. Müssen wir ausprobieren. Auf jeden Fall hat er gesagt, die sollen Raps ansehen. Und Dünger müsste an sein. Genau, Raps. So, los geht's. Auf der Acht oder was? Genau, da sind eben zwei hingefahren, die tun da grubern oder irgend sowas, keine Ahnung. Hey, Ich ich kann mein komme. Fahrzeug fahren. Nein, dann fahr du zuerst. Das sind Maschinen, wa? Wieso hast du deinen Tank denn vorne und nicht meinen hinten? Naja. Du hast, glaube ich, eine andere Seemaschine als ich, ne? Ja. Aber ist schon beachtlich, ne? Hohoho. Das geht ab hier, wa? Ja. Also, ich muss schon sagen, Aber also wenn. diese kleinen Traktoren, die fahren nicht schnell, oder? Kann das sein? Fürchtig. Maximal. Auf meinem Tacho 40. Aber wenn jetzt überlegt, so. So als Altersruhesitz wäre das hier auch eine geile Sache hier, wa? Ja. Vielleicht gehen wir Aber jetzt da hier. brauchen wir auf jeden Fall neue Mitarbeiter denn. Ja, auf jeden Fall neue, ja, das stimmt. Weil ich glaube, wenn wir mit unserem Gebäck darum, dann das wird nichts. Warum steht denn der da? Der soll doch fahren. Ach doch, der fährt ja. Ich habe gedacht, der steht. Das sind aber Flächen hier, ne? Alter Vater. Warte mal, muss ich mal die Taste suchen hier, ja, aufklappen. Was sind das Maschinen hier, ne? Alter. Ich glaube, die lassen wir mal ein paar Runden fahren hier, wa? Ich kann mal gucken, wie deine Maschine aussieht. Boah. Das ist ja mal, ja. Das Wie ist eine denn? Sämaschine. Leco mio. Das kriegt er geschleppt? Sicher? Bitte nicht, Achtung, weg da! Guck mal hier, was die wegbuttern hier. Guck dir das mal an. Aber was sollen wir überhaupt ansehen? Raps hat er gemeint. Raps hat er gemeint? Und laden müssen wir am Hof. Da ist so ein, wenn wir jetzt von hier kommen, links runter an seinem Hof vorbei, ist so ein Blechschuppen. Da liegt Getreide, Saatgut drin. Das habe ich schon gesehen. Saatgut und Kram. Klappt's? Oh, Vater. Ist er schon am Säen jetzt? Tatsächlich. Warte, ich komm mir neben dich. Moment, mal langsam. Das wird Meter hier, mein lieber Mann. Oh, ich bin gar nicht weit genug gefahren hier. Ich muss ein bisschen mehr drüber. Leg mich am Arsch. Mit so großen Sachen kommst du noch nicht klar, ne? Nee, das ist wirklich ungewohnt. Mein lieber Mann, ey, was sind das Flächen hier? So. Aber sonst werden die auch bedient wie unsere auch. Runter und los geht's, ne? Runter und los geht's, ja. Ist man beides einschalten? Nee, ne? Nur vorne. Ja. Gut, dann, ja.
Dann Attacke. Attacke, ja. Los geht's. Der QL. Mein lieber Mann, ey, guck dir das mal an. Aber guck mal, bei den Flächen hier, da wird hier mit unseren 6 Meter Dingern, da wird mir da haben zu Hause, ne? Das wird nix. Dann machen wir schon was weg hier, ne? Aha. Aber auch die Gruber-Dinger hier, ne? Das geht schon richtig zur Sache hier. Habe ich aus Versehen die falsche Taste durch. So viele Tasten hier nehmen. Ich muss mal gucken, ob das wirklich alles schon düngt hier. Tatsächlich. Das ist komplett durch hier. Guck dir das mal an. Das eine Naht wie die andere. Eine Furche wie die andere. Geil. Auch hier die Lüfter, ne? Da musst du ja durch die ganzen Rohre hier, ne? Ja. Also das ist, wie nennt man das, Ingenieurskunst, ne? Das ist aber schon eine deutsche Maschine, oder? Terminator? Keine Ahnung. Steht Österreich, hier steht Österreich. Hatzenbichler, Hatzen. Austrian Agrotechnik. Aus Österreich? Ja. So ein Kram bauen die. Was in Amerika darf man nicht. Guck mal hier sind überall Lüfter drin, hier in den kleinen schwarzen Dingern hier. Guck mal, wie viele Schläuche hier drin sind. Ey, da bist du ja bekloppt. Bei mir auch? Seid auch so bei mir. Ja, mal gucken. Ja. Oh, bei mir ist noch mehr. Guck mal, hier geht noch in jede. Das ist hier noch verteilt. Hier nach vorne, nach hinten. Dann ist mal irgendein anderer. Ah, das ist hier. Das ist doch dänisch oder was war das, ne? Pferderstedt, oder? Oh, keine Ahnung. Seedhawk. Ich hab doch keine Ahnung. Ey, stell mal vor, jetzt ist ein Schlauch hier undicht. Beziehungsweise da kommt nichts raus. Woran merkt man das dann? Das ist bestimmt ein Sensor, wa? Ich glaube, das sieht man dann, oder? So viel. Ja, muss, wenn jetzt bei einem, ich sag mal, bei einem so ein Schäufelchen jetzt nichts ankommt, das kriegst du gar nicht mit, da vorne. Da muss ja dann Melder irgendwo sein, wenn der Druck mal hier die lacht. Klappen auf. Hä? Was? Mach mal hier die Klappen auf hier oben. Ich versuch's, Moment, guck. Geh bestimmt auf. Moment. Ich weiß nicht, ob die so aufgehen. Nee, geh nicht auf. Bei mir nicht, versuch du mal, komm mal rein hier. Bei mir gehen sie nicht auf. Vielleicht nur wenn sie mal reingucken in den großen Tank. Ja, will ich immer gern. Na jetzt, bei dir geht's, ja? Oder? Die Treppe geht runter. Ah doch. Oh, guck mal hier. Hast du gesehen? Hier der Rüssel. Ach, hier kommt Dünger rein, okay? Schön. Okay. Cool. Kommt das Saatgut rein? Ja, vorne hier dann, ne? Da müssen wir vielleicht. Da kann man direkt auf das Förderband draufladen, siehst du das? Ja. Warte, ich komme runter. Oh. Ja. Direkt auf das Förderband denn. Genau. Ja. Deshalb hat er auch den Radlader da, weißt du? Der mit dem Radlader gibt er die Kram hier rein wahrscheinlich. Warte mal, wir fahren direkt da an der Silo so ran, keine Ahnung. Warte mal, ich guck mal. Oh ja. Und jetzt können wir, da kommt Saatgut rein, ne? Wahrscheinlich, ja. Ich guck mal rein. Jetzt wie ein Hochhaus hochklettern. Ah ja, hier Saatgut drin. Ja. Cool, aber du hast auch so einen Schwenkarm, ne? Ja. Die sind alle so, ja, ne? Der ist ganz ein bisschen kleiner als deiner. Aber, Der ist kleiner als deiner. Wie sagen die denn das an? So, der könnte noch von dem Radlader rein, das ist zu hoch. Das ist schon sehr hoch, ne? Und das siehst du ja nicht, was du befüllst, ne? Ja. Da ist daneben. Cool. Guck mal, was hier Gebläse sind. Ey, Wahnsinn. Wie in der Autowaschstraße, weißt du, wenn die Autos ablässt. Ja. Tippitoppi. Jo, dann, machen wir weiter hier. Mach das Rohr nochmal bitte rein. Gucken jetzt. Probier mal, das Rohr wieder reinzumachen. Bei mir. Kannst du selber machen. Da ist die Taste drin. Es geht nicht. Bei mir macht die Taste nichts. Hast du denn auch hinten den Tank ausgewählt? Ja, ich habe den Tank angewählt, ich habe die Neutraltaste hier gedrückt und da tut sie auch nichts. Es wird mir auch in der Steuerung angezeigt, dass ich die Taste drücken soll, aber. Keine Ahnung warum.
Die bestimmt kaputt bei mir. Probier du mal. Oder ich hab meine Wurstfinger zu dick hier. Vielleicht hat das dann nicht funktioniert. Und mit dir geht's, oder? Genau, jetzt hat er weggefahren. Perfekt. Naja. Bauen wir nochmal weiter, ne? Ja, da musst du noch ein bisschen üben. So. An ist, alles klar, und weiter geht's. Das ist schon top Sache hier, ne? Vor allen Dingen die Gewichte, guck mal, wie viel Kilo wir hier drin haben, ne? Mit allem, mit Dünger und so, ne? Das ist schon beachtlich, ne? Der Bandi uns hört? Ich probiere mal gerade. Bandi! Jo? Das sind Maschinen hier, wa? Ja. Wir haben uns gerade... Möchtest du mal Scheiben mehr gefahren? Keine Ahnung. Das ist doch wie bei uns, oder? Wir haben uns gerade mal eben die Sätechnik hier angeguckt, mein lieber Falter. Da geht's ab. Naja, ist alles ein bisschen größer, ne? Hier sind auch die Ameisen größer. Das ist alles etwas größer, ja, kann man so sagen. Guck dir mal an, mit was ich hier umherfahre. Ja, ich habe das schon gesehen. Das ist alles ein bisschen XXL hier. Ja, aber man muss ja auch, wenn wir jetzt wieder hochkommen, wir sind halt ein bisschen breiter wie ihr, ne? Das geht ja schon ab hier. Ja, aber überleg mal, wenn wir jetzt das Feld, was Donald noch immer hat, wo du morgens früh losfährst. Ja. Das ist wirklich so groß, da kommst du späten Nachmittag, kommst du das wieder hoch. Ja. Also hier wird alles in Morgen gerechnet, hier wird nicht mehr in Hektar gerechnet, hier wird alles in Morgen gerechnet. Also was mich wundert, ich meine, die Maschinen heutzutage sind ja so groß, ne? Ja. Aber früher waren die auch noch nicht so groß. Was haben die denn da gemacht? Da waren die ja Jahre unterwegs hier. Ich glaube auch. Da haben die angefangen zu pflanzen und wenn sie fertig sind, konnten sie schon wieder anfangen zu dreschen bestimmt. Ja. Das ist schon beachtlich hier. Also wir sind total begeistert hier von dem Krempel. Also das ist schon mal... Ja. Das macht richtig Meter hier. Ihr habt doch die großen Sachen da, ne? Ja, ja, ja. Das geht richtig ab. Da kommen wir gar nicht richtig schnell nach, ne? Wie ja, und stell dir mal vor, wir lassen davon zwei so eine großen Sachen importieren. Die kriegst du bei uns gar nicht auf dem Hof. Nee. Da kommst du gar nicht um die Ecken rum, das passt gar nicht. Ach, die kriegst du ja nirgendwo. Da kommt ja kein Tieflader mit. Die Straßen lang. Also ich glaube auch nicht, dass du bei uns auf den Feldern überhaupt parat kommst hiermit. Ja, da fährst du bloß einmal hoch, einmal runter, dann ist das Feld fertig bei uns. Ja, ja. Das würde ich auch sagen. Hier bist du ja wochenlang beschäftigt. Ja. Oh, sorry, Telefon. Ja, dann viel Spaß noch, ne? Ja, ja. Danke. Ja, hallo? Anton hier. Ach, Anton, na? Wie haben wir's? Du musst gleich mal hier hochkommen. Was ist denn los? Ich hab gerade mit dem hier, mit der Donald Duck hier. Ja. Aufgeladen hier. Also, da kam ein LKW-Inspekteur. Da musst du mal gucken hier, wie das geladen wird hier. Besser wie bei uns hier. Bei uns da. Inspekteur? Wieso? Was lädt er denn? Ja, Strohballen haben wir geladen. Akkurat hier. Das kannst du hier. Und Spanngurte hier. Perfekto mio. Vielleicht kommt er hier vorbei an unserem Acker, dass wir den vielleicht noch sehen hier. Wo fährt er denn hin? Der steht hier, der Fahrer, der ist weg. Der ist mit dem Auto weggefahren. Ja, das ist doof. Ich kann ja jetzt nicht dahin kommen, den gucken, wie die geladen haben. Ich habe gedacht, der wird vielleicht vorbeikommen hier. Aber warte mal, ich guck mal, ob der Schlüssel steckt. Oh, Schlüssel steckt. Ja, dann probieren wir. Da kommen wir rüber. Guck mal. Jo. Aber fahr das Ding nicht zu klumpen. Wir haben schon ein Schneidwerk kaputt gefahren. Das reicht. Ach du Scheiße. Habt ihr das schon Donald Trump schon gesagt? Seine Frau saß im Drescher. Und? Tja, ja, keine Ahnung. Ich glaube, Geld ist nicht das Problem. Der Ausfall ist eher das Problem hier. Würde ich mal sagen. Warte mal. Warte mal, ich. Ja, komm mal vorbei hier. Ich, ja, genau. Dann melde dich nochmal, ne? Jo, jo. Jo, ciao. Du, Kai? Jo. Soll ich gleich mal ans andere Ende fahren? Ich sehe, der andere fährt ja auf der anderen Seite. Dann passt das vielleicht schon besser, oder? Machen? Der fährt doch auf der anderen Seite von also der kommt das ja jetzt näher hier. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. K-
genau, das falsch. Der Ludwig hat eben angerufen, die hätten da einen Spediteur, der hätte aufgeladen. Das wäre akkurat gewesen, vom Allerfeinsten. Der kommt jetzt mal mit dem LKW hier vorbei. Der Schlüssel steckt wohl. Ich habe gesagt, so ein Fluss keine Beule reinfahren. Ja, das Ärger gibt, ja. Ich bin genug zu Klump gefahren hier. Wie gesagt, ich fahre mal zur anderen Seite. Ja, mach mal. Aber hier, so weit geht die Funke ja. Genau, der hat hinten angefangen. Der ist etwas schneller. Das sind Flächen hier, mein lieber Scholli. So, aber gut, meine lieben Freunde. Wie lange wir hier noch am Säen sind, das sehen wir in der nächsten Folge. Es geht auf jeden Fall fix voran hier. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da, ein Abo wäre schick. Wenn ihr mit uns reden wollt, kommt in unserem Teamspeak vorbei oder auf Facebook sind wir auch. Und Mittwoch 20 Uhr Facebook Livestream. Nicht vergessen. Reinschauen. Ciao. Tschüss.